Das ist ja sehr, sehr praktisch. Ein Schreibtisch, der dem Menschen angleicht und nicht umgekehrt, oder? Oh, das ist wirklich sehr praktisch. Ja. Neben mir steht André Dörfler, der ist hier bei der R&V-Versicherung, der Innovationsmanager, ist das richtig? Ja, einer von mehreren Innovationsmanagern und zugleich Change-Berater. Das müssen wir jetzt mal alles erklären. Also ja. Als Innovationsmanager stelle ich mir vor, man hat jeden Tag 10 verrückte Ideen, mit denen man die Belegschaft nervt. Das könnte sein. Nee, meine Aufgabe hier in der Akademie ist, mit dazu beizutragen, dass die Mitarbeiter und Führungskräfte auf das Thema Innovation noch aufmerksamer werden, mobilisierter werden und genau das, was Sie gesagt haben, viele, viele Ideen entwickeln und das zu unterstützen. Okay, alle, die sich nicht so gut auskennen, wir sind halt also in Wiesbaden in der Akademie der R&V-Versicherung. Lernen da Leute, quasi Azubis, die noch das Versicherungsgeschäft lernen müssen oder lernen da auch die, die es schon seit Jahren machen? Also sowohl als auch. Okay. Also das hier ist gebündelt in der R&V-Akademie die Aus- und Weiterbildung. Also wir haben hier für die Ausbildung der Azubis in der Direktion in Wiesbaden, haben aber das genauso in der gesamten Deutschen Republik und haben außerdem die Weiterbildung der Mitarbeiter und der Führungskräfte des Hauses in der Akademie gebündelt. Okay, jetzt Change-Berater. Ja. Was macht ein Change-Berater? Alles wechseln und ändern. Nee, ein Change-Berater unterstützt die Führungskräfte und Mitarbeiter, wenn die sich neu ausrichten und neu aufstellen wollen. Also wenn zum Beispiel ein Bereichsleiter sagt, wir haben die letzten Jahre in bestimmten Art und Weisen gearbeitet, wir wollen jetzt noch agiler werden, wir wollen innovativer werden, wir wollen andere Arbeitsformen machen. Und das geht halt nicht per Schnick einfach so, sondern da ist dann so ein Change-Berater dabei, führt Workshops durch, berät, moderiert und so weiter. Verstehe. Herr Dörfler, ich bin ganz ehrlich, ich wandere sehr gerne, aber so lange stehen ist nicht so mein Ding. Kann man nicht irgendwie den Platz wechseln? Ja klar, also wir haben hier auch andere interessante Sitzmöglichkeiten. Ja, aber da nehme ich jetzt keinem den Arbeitsplatz weg. Nein, beileibe nicht. Das ist einer, wo man sich ruhig mal auch zusammensetzen kann zum Reden. Okay. Herr Dörfler, hier kann man arbeiten. Ich habe auch schon mal meinen Spickzettel hier ausgebreitet. Ja, also das gefällt mir sehr, sehr gut. Und kann ich mir hier jetzt wirklich den Arbeitsplatz aussuchen? Ja genau, es ist hier so, dass jeder von uns morgens hier in die Fläche reinkommt und dann überlegt, welche Aufgabe habe ich und was ist der passende Arbeitsplatz für mich. Aber auch von der Lage will ich lieber am Fenster sitzen oder, so, oder mehr in einem ruhigeren Eck, weil ich mich sehr konzentrieren muss. Diese freie Auswahl ist da. Okay. Abends heißt es, wieder ein englischer Begriff, Clean Desk. Man räumt alles ordentlich auf, denn am nächsten Tag kann ja jemand anderes da sitzen. Gut, Clean Desk. Mache ich jetzt auch mal hier, so, also da kann eigentlich schon der Nächste arbeiten. Ich habe was ganz Interessantes gelesen. Hier gibt es wirklich eine Gruppe Fans der Genossenschaftsidee, ist das richtig? Ja, das ist richtig. Wir haben die vor einer Weile gegründet. Das ist so aus der Idee entstanden, so im Alltag kriegt man eigentlich den Reifeisen nicht so mit. Man schafft einfach jeden Tag seine Arbeit weg, so ganz salopp formuliert. Und wir haben aber einige Leute, die finden die Reifeisen-Idee so klasse, dass wir gesagt haben, komm, lass uns mal treffen und uns darüber austauschen, auch darüber reden, wie wir die Genossenschaftsidee noch sichtbarer kriegen in der R&V. Das in der Produktgestaltung oder wie wir Service machen. Was ist denn eine genossenschaftliche, qualitätsorientierte Beratung zum Beispiel? Wie zeigt sich das? Und darüber zu reden als Beispiel. Ich habe noch was anderes Spannendes gelesen. Ihr gehört schon seit einer Weile zu den Top-Arbeitgebern Deutschlands, richtig? Ja, genau. So ist es. Wir werden regelmäßig ausgezeichnet. Das kommt natürlich, weil wir uns auch ganz schön anstrengen, um so eine Auszeichnung auch bekommen zu können. Ich wünsche weiterhin alles Gute, dass die Innovationsfreudigkeit hier nicht nachlässt und der Change bei R&V. Und auch ich bin in den letzten Monaten Fan der Genossenschaftsidee geworden und ich schließe mich eurem Fanclub an. Danke, Herr Dörfler. Danke.